Hallo zusammen, wir machen ein 3-Karten-Reading. So. Ich ziehe diesmal noch welche drauf. Wir gucken mal. Das ist so ein bisschen des Übels Wurzel. Das hier ist die Energie, die verbindlich wirkt für uns in die Zukunft. Das heißt, wenn wir hier das umsetzen, können wir gut hier ankommen. Unten am Deck haben wir die Beständigkeit. Also wir müssen dranbleiben, ne? Wir müssen weitermachen, dranbleiben. Wir dürfen uns nicht aufgeben. Um das, was es hier geht, hat sehr viel mit der Dualität zu tun. Wo sind meine Lennys? Wo sind sie? So. Wenn wir beständig dranbleiben, uns der Dualität bewusst sind, dann haben wir hier die Wege, Chancen und Optionen. Möglichkeiten. Ich finde die Wege immer gut, denn wenn du wieder entscheiden kannst, welchen Weg du gehst, dann kommst du aus der Stagnation oder aus der Unfähigkeit, etwas umzusetzen. Wir gucken mal. Wie sieht's hier aus? What's the problem? Ja, wir sollen unsere Energie lenken. Wir haben irgendwie etwas Lästiges, etwas, was uns an der Fülle hindert. Möglicherweise sind es auch Umbrüche in puncto Fülle. Ein Konzept, das sich selbst verneint, das hier angewendet wird. Und mit der Energie geht es darum, dass die Energie, die man hat, dass man die so lenkt, dass man sie benutzen kann. Ich sage euch gleich mehr. Das ist die Karte, da handelt man, ne? Da lässt man die Dinge nicht so stehen. Da wird es Zeit auch für irgendetwas, dass wir hier dranbleiben müssen. Das sieht man sowieso. Es geht darum, sich selber nicht zurückzuhalten, auszubremsen. Es geht auch darum, dass man sich von anderen die Energie nicht rauben lässt. Es geht darum, dass man es nicht allen recht machen muss. Und es geht darum, auch sein eigenes Energiefeld nicht erschöpfen zu lassen, ne? Hier geht es auch um Beschränkungen, die man sich selbst auflegt oder wo man so taktiert wird von anderen im Alltag, in etwas reinzugehen, was man so gar nicht möchte. Hier sind auch aufgestaute Emotionen. Hier kann etwas nicht frei fließen. Hier ist man ermüdet und man kann nur noch auf die eigene Energiereserve zurückgreifen. Also es geht darum, bereit zu sein, zu empfangen, die Seele zu erquicken, und es geht auch darum, diese Kraft des Feuers, ne, zu lenken, der Energie. Es geht auch darum, dass man vielleicht so ein bisschen ausgelaugt ist von den Erwartungshaltungen von anderen und da sehr stark damit beschäftigt ist, jemand zu gefallen, etwas zu erledigen, was andere sich vorstellen, und dabei selbst an seiner eigenen Fülle vorbeischrammt. Das kann auch sowas wie Selbstsabotage sein, ne? So, was wäre jetzt hier der Schlüssel dazu? Sehr passend.
Wachstum, Beständigkeit, auch hier nochmal die Emotionen, die wichtig sind, auf seine Emotionen gucken. Hier haben wir das graue, erschöpfte Feld und hier kommt jetzt mit dem Hüttensänger die Fröhlichkeit, die auch die Emotionen wieder stabilisieren, neu wachsen lässt, wo die Wurzel wieder gedüngt wird, wo uns eigentlich auch gesagt wird, hier hab mal Spaß und Freude, umarme das Leben, lass dich nicht runterdrücken, wende dich dem Leben zu. Ja, das passt ja. Wir haben einstteils hier so die erschöpfte Energie und hier ist das Gute abzuholen. Und das zu erkennen, dass im Leben das Ganze darin besteht, dass wir auch glücklich sind und uns nicht selber unglücklich machen. Hier ist auch der Hinweis, dass es immer etwas gibt, was uns erfreuen kann, was uns Freude bereitet und wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken können. Energien, die glücklich machen. Hier geht es auch darum, dosiert weiterzugeben, nicht sich hier erschöpfen an dem Weitergeben von Glück. Man muss immer wieder daran erinnert werden, dass wir nicht auf der Erde sind, um zu leiden, aber so manch ein Weg ist eben geprägt davon und man schrammt oftmals am Sinn da vorbei, das Leben zu bejahen. Also diese Emotion, bei der wir dann Ja zum Leben sagen. Es geht auch darum, nicht zu warten, nicht auf morgen, nicht sich auf Kampf einzustellen, weil auch das kostet Energie, sondern umgeben von Freude voranzukommen. Okay, das Endergebnis ist dann das Wachstum mit dem Hüter des Sommers. Das ist eine sehr gute Karte, hier ist der Apfelbaum drauf. Es geht um eine Ernte. Es geht mit dem Sommer natürlich auch um die Energie, die wachsen lässt, die warm ist. Und am Ende geht es darum, Zweifel auszumerzen, die uns am Wachstum hindern und die uns auch nicht in der Liebe sein lassen. Hier haben wir Misstrauen in allem, was mit Herzensangelegenheiten zu tun hat oder auch mit dem Thema Liebe an sich. Hier ist ja Erschöpfung, ne? Hier sind auch Umbrüche. Denkt dran, es geht ums beständig einen guten Weg zu finden. Und hier haben wir mit dem Endprodukt etwas ziemlich Geniales. Da sind wir nämlich in der Vitalität wieder zurück, die wir hier verbraucht haben. Da ist Heilung, Erfolg und Fülle. Aber auch da darf man sich dann wieder nicht darauf zurücklehnen und ausruhen, sondern die Energie vom Sommer ist das Streben in die eigene Richtung, wo alles, was man gesät hat, reich belohnt wird. Es geht auch darum, dafür einzustehen, ne? Dass sich die Mühe, die man hier aufwendet, auszahlt für einen. Wir haben in allen drei Botschaften, dass es nicht an der Zeit ist, sich um andere Dinge zu kümmern, um andere Menschen, sondern um die eigene Seele, um die eigene Freude, um die eigene Begeisterung. Und es geht auch darum, dass man zu einem späteren Zeitpunkt einfach froh sein wird, so gehandelt zu haben. In der Sommerzeit sind die meisten Energien zur Verfügung. Für uns vielleicht auch ein Hinweis, in welcher Jahreszeit wir auch überwunden haben. Die Dinge auch mit Hingabe machen, nicht so das Leben ableben, sodass wir hier wachsen können, ne? Die Anstrengung, die wir hier aufgebracht haben, die Zweifel, die wir überwunden haben, lässt hier unser Herz wieder voll werden. Mega. So, schauen wir ein bisschen weiter. Ja, die Ewigkeit ist jetzt, ne? Die Dualität, hell und dunkel, alles wird zum Licht. Es gehört alles zusammen, alles ist fließend eigentlich auch, das ist für uns ja auch oft so unbegreiflich. Und die Gedanken von heute gestalten dein Morgen. Also leben wir jetzt mit Liebe und Hingabe, damit es sich beständig zu mehr hinarbeiten kann.
Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch. Bis bald.